Hallo, guten Tag, willkommen zurück bei Monolith. So, was mir ja, oh, scannen mal die Hütte. Ein Offiziersquartier Version 2.9 mit Bad, Doppel- und Kinderbett sowie einem eigenen Safe. Das war's schon. Hier hättest du die Möglichkeit, dich zu erfrischen. Im Moment haben wir Wichtigeres zu tun, Cor. Meine Geruchssensoren kann ich immerhin abschalten. Das war ein Hieb mit einem Zaunsfall, aber recht hat er. Geh einfach mal duschen. Rennst seit einer Woche in dem scheiß Anzug rum. Du musst doch stinken wie ein Zwerg. So, hier war das Bettchen vom Sohnemann. Toni und ich saßen so gerne einfach da und haben gelesen. Und was ist mit Finn? Hat er auch gerne selbst gelesen oder musstet ihr ihm immer vorlesen? Wenn ich mich richtig erinnere, konnte er nie selbst lesen. Aber er hat begeistert zugehört. Das hier sind wohl die Bücher, die für Finn gut geeignet waren. Hier geht es um einen britischen Soldaten, der auf der Suche nach seinem Freund allerlei Probleme lösen muss und einen sagenumwobenen Ort findet. Da hängt ein Kabel runter, aber hat keine Auswirkungen auf unsere Mission. Ein kleines Bett. Es ist sogar noch frisch gemacht. Da muss Finn geschlafen haben. Es ist nicht mehr viel hier. Ein paar Klamotten. Nichts Hilfreiches, denke ich. Moment mal, hier liegt eine Injektionspistole. Eine wie im Kontrollraum. Sie ist leer, aber... ist das ein Zufall? Ich lasse sie aber hier. Nimm sie doch mit, vielleicht können wir sie gebrauchen. Wir brauchen ja sonst jeden Mist irgendwie. Geh mal rein, ja. Mal schauen, was ich hier noch finden kann. Toni scheint alles andere mitgenommen zu haben. Außer dieser Injektionspistole. Die geht mir nicht aus dem Kopf. Ja, da kann ich dir jetzt nicht helfen. Wandlampe, für was? Eine Lampe. Für was kann man die Wandlampe anklicken? Eine Lampe. Ach nee, oder? Und diese ist kaputt. Hier fehlt eine Leuchtkapsel. Ah, lass mich raten. Da war doch irgendwas auf der Krankenstation mit Leuchtkapseln. Dich nehme ich mit. Lass mal Krankenstation gehen. Da war doch was mit Leuchtkapseln. War doch hier, oder? Ja. Glaube schon. Ja, genau ein Schwarzlichtstrahler mit dieser Fassung ist noch übrig. Und jetzt? Ach, okay, das Schwarzlichtding da unten rein. Na, jetzt bin ich mal gespannt. So, da sind wir wieder. Und zwar hier. Mal sehen, was du uns hier für verborgene Sachen zeigst. Oh, ja, tatsächlich, hier steht etwas. Das sieht nach einer kleinen Formel aus. Eine Schachfigur und dann x plus 5. Ich schreibe sie mir auf. Ein Zettel mit Regeln. Hier habe ich mir die Formel notiert, die im Schwarzlicht sichtbar war. Eine Schachfigur und dann x plus... Zeig mir doch einfach den Wisch. Mit dir. Ich nehme sie wieder mit.
Für irgendwas wird es schon wichtig sein. Für irgendwas wird man das schon brauchen. Mal sehen, was du uns hier für verborgene Sachen zeigst. Nicht so viel. Hier habe ich alles gesehen. Hoffentlich ist woanders noch etwas versteckt. Dann nehmen wir die auch raus. Wahrscheinlich im Spind auch, weil dort sind diese Zahnräder. Dich nehme ich mit. Mal sehen, was du uns hier für verborgene Sachen zeigst. Ah, siehe da. Oh, der Schwarzlichtstrahler hebt an der Innenseite hier etwas hervor. Hier ist eine weitere Formel. Ich schreibe sie zu den anderen. 10 minus x. Dann nehmen wir die wieder mit. Und dann im Spind mal probieren, oder? Will sie nicht? Nee, du, das will sie nicht. Okay, da können wir mit dem Spind wahrscheinlich nichts anfangen. Ha. Ja, da haben wir ja soweit alles, oder? Kinderbett. Bett. Manuskript. Eine Art Manuskript. Der Titel ist Kein Fortschritt ohne Hindernis. Es geht darin um einen IMC-Mitarbeiter namens Nolan. Ich kann mich daran erinnern, dass Tony gern für Kolleginnen und Kollegen alles mögliche Test gelesen hat. Arbeiten, Aufsätze, ganze Bücher. Es steht aber kein Name auf dem Manuskript. Fotos. Hier war doch gerade eine Hand. Hier, Lampe. Und machen wir mal das Schwarzlicht rein. Das nehme ich mit. Das Schwarzlicht und dann sehen wir mal. Jetzt haben wir einen Haufen Lampen. Eine Schwarzlichtlampe über unser Ehebett hängen. Ob das eine gute Idee ist? Klar, alles weiß. Warum sollte es nicht? Stell deine optischen Sensoren mal andersrum. Warum? Was gibt es da zu sehen? Naja, Alter. Schau einfach zur Tür, bis ich dir etwas anderes sage. Bestätigt. Geschlechtsverkehr und so weiter, da ist alles voll gesaut. Nee, es geht ja noch. Nichts. Also auch nichts, was uns weiterhilft. Ach. Hallo? Ja? Du kannst dich wieder umdrehen. Was war jetzt der Sinn davon? Biologische Paranoia. Ah. Hier ist ein Foto, auf dem ihr drei zu sehen seid. Ich erinnere mich an diesen Tag. Das war bei einem unserer ersten Familienausflüge. Und das Bild hier, das ist Finns dritter Geburtstag. Okay. Können wir eine Lampe wieder mitnehmen? Hier habe ich alles gesehen. Hoffentlich ist woanders noch etwas versteckt. Das Bett sieht groß genug für zwei Personen aus. Hier haben wahrscheinlich Anthony und ich geschlafen. Die letzte Nacht sollten wir im Rover verbringen. Apropos Rover. Rover. Ein Badezimmer vielleicht? Nee, da kommen wir nicht an die Lampe. Das macht keinen Sinn. Okay. Ah, geholfen hat es jetzt nicht viel. Ein Haken. Sie geht nicht auf. Zugangsberechtigung. Ach Mann. Ach, wie schade. Probieren wir den mal. Keine Zugangsberechtigung. Verflucht. Verflucht sollst du sein. Sie geht nicht auf. Keine Zugangsberechtigung. Wir dürfen nichts hier an der Anlage.
Okay. Ja, dann wart ein wenig, nimm die Lampe raus. Dich nehme ich mit. Ja. Ist das der richtige Zeitpunkt, um alles umzuräumen? Deine dummen Kommentare kannst du dir sparen, Kollege. Mal sehen, was du uns hier für verborgene Sachen zeigst. Yes. Hier ist eine weitere Formel. Ich schreibe sie zu den anderen. Ein Vogel und dann x minus 3. Okay, Lampe nehmen wir wieder mit. Hier habe ich gesehen, was es gibt. Hoffentlich ist woanders noch etwas versteckt. Wollen wir jetzt echt alle Lampen mitnehmen? Wir schauen mal, wie lange das Spiel geht. Sind hier welche? Im Labor? Ne, hier können wir nicht an die Lampen. Hier gibt es erst gar keine. Und in der Krankenstation? In der Krankenstation? Ha. Hier sind wir eigentlich fertig, oder? Soweit. Hier ist nichts Brauchbares. Wir gehen mal zum Rover. Da war ja was mit dem Rover. Lauf halt ein bisschen schneller, Kind. Wir haben doch nicht ewig Zeit. Hier gibt es aber keine Lampen. Hier, den Spanngurt. Hatte ich den nicht mitgenommen das letzte Mal? Ein Spanngurt. Jetzt habe ich zwei davon. Sauber. Hatte ich den nicht eingesteckt? Mir war fast so. Er hat Strom von der Station, zeigt beim Starten aber Fehlermeldungen. So gern ich einfach nur über den Planeten brettern würde, um den Kopf frei zu bekommen. Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist und wo alle hin sind. Er hat Strom von der... So gern ich ein... Ah. Was für Fehlermeldung. Kann auslesen, ja. Passt natürlich nicht. Nee, da brauchen wir einen OBD-Stecker. Kette vielleicht... Oh. Spanngurte? Solange ich nicht weiß, was ihm fehlt, hantiere ich nicht. Ja, aber ich muss ja jetzt hier weiterspielen. Wie stellst du dir das vor? Ach. Nee, warte mal, war da nicht auch noch was da? Ach, wir sind wieder draußen. Aber ich muss ja die Kommunikation auch wieder herstellen. Du solltest versuchen, sie aus und dann wieder anzuschalten. Cor, da ist ein Loch in der Mitte. Meine Protokolle sagen, dass ein Reboot in 92% der Fälle ein Problem behebt. Ja, da bei Windows. Da sprühen Funken raus. Die Kabel liegen blank und es riecht verschmort. Probieren kannst du es ja trotzdem, zur Sicherheit. Bei Windows haut das hin mit einem Neustart, ja. Na gut, was soll's? Warte. Jetzt.
Schade, das scheint einer der 8 anderen Prozent zu sein. Danke. Ein Glück, dass wir es probiert haben. Zur Sicherheit. Und das? Es sind alle Bereiche geöffnet und die Müllverbrennung liefert Strom. Daran sollte sich nichts verstellen. Ja, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Babala, babababa, ich verstehe es nicht. Wir haben meine eigene ID-Karte gefunden und damit die Hologrammberechtigung für Chor erweitert. Ach, stimmt. Stimmt, wir können doch jetzt die Hologramme anschauen. Nein, nein, wir freuen uns immer, Sie zu sehen, Mr. Bishop. Ich will auch gar nicht lange bleiben. Ihr macht gute Arbeit, aber es gibt wichtige Neuigkeiten. Noch etwa ein Jahr, dann werdet ihr den Planeten verlassen können. Die Erträge verringern sich, was nicht an euch liegt, und die Routen haben sich verschoben. Es wird Ausgleichspositionen und Entschädigungen für alle Beteiligten geben. Oder andere Möglichkeiten und Abfindungen für alle, die das möchten. Nun, was soll ich dazu sagen? Ich gebe es an die gesamte Belegschaft weiter. Mit einigen aus Ihrem Team werde ich auch noch persönlich sprechen. Ihren Mann zum Beispiel. Aber davon ab, haben Sie irgendwelche Missstände zu berichten? Nun, ein Team wird vermisst. Es sollte eigentlich gestern zurückkehren. In dem Quadrant gab es gestern einen Sturm. Insofern ist das noch nicht ungewöhnlich. Der zweite Rover steht bereit, um sie zu suchen, aber noch sehen wir dafür keine Notwendigkeit. Aufschlussreich. Ich teile Ihre Einschätzung. Dennoch, bleiben Sie aufmerksam. Natürlich, immer. Weiter im Text. Erreichbar sind 3 Planeten im Sonnensystem. Sie haben errechnete Lebensfähigkeiten von 22, 29 und 42%. Zum Vergleich, hier sind es 94%. Ihre Entfernungen sind in derselben Reihenfolge 2 Tage, wieder 2 Tage und 4 Tage. Das Schiff hat Energie für 10 bis 11 Tage, je nachdem, ob es Komplikationen gibt und wie viel Energie bei der Navigation auf dem Planeten verbraucht wird. Klingt eng. Es war schon knapper. Schon wahr. Speichern Sie die Koordinaten des dritten Planeten in den Flieger ein. Und danke für Ihre Mühe. Du scheinst sicher zu sein. Ja, es ist unschön, aber... Ich meine eher, du wirkst... glücklich. Was? Nein! Die Umstände gefallen mir überhaupt nicht. Ich meine, ich mag die Aufregung einer Herausforderung. Das muss ich ja zugeben. Das gibt mir einfach Leben, Energie. Es wäre mir aber lieber, wenn nicht so viel auf dem Spiel stünde. Das bringt mich nicht weiter. Wenn wir nicht bald etwas tun. Okay, Ruhe bitte. Und zwar alle. Danke. Also, gestern haben wir eine Antwort der Kalenko erhalten. Sie wird uns in weniger als 3 Tagen erreichen. Da sie ein großes Schiff ist, muss sie weit außerhalb landen. Wir haben dort eine Notunterkunft errichtet und werden alle dorthin bringen. Was ist mit denen, die noch draußen sind? Sie sind jetzt 2 Tage überfällig und reagieren nicht auf Funksignale. Ihr genauer Aufenthalt ist unbekannt. Wir haben keine Wahl. Und das soll reichen? Dass wir sie einfach zurücklassen? Lasst mich erst erklären, welche Schritte wir planen. Dann können wir darüber diskutieren. Und ich würde in Anbetracht der Lage eine Abstimmung akzeptieren. In Ordnung? Gut. Also, geplant ist, die Station mit dem NOAA-Evakuierungsprotokoll abzuriegeln. Die Türen zum Lagerraum und zum Labor lassen sich mit einfachen Mitteln offen halten. Eisenstangen würden genügen. So haben sie Zugang zu Werkzeugen und Nahrung.
Wir nehmen nur mit, was wir für die Evakuierung benötigen. Die Galenko verfügt über Scan-Technologie und Lebenserhaltung. Vielleicht können wir den Kommandanten überzeugen, noch ein paar Tage zu warten. Selbst wenn unsere Vermissten nicht funken können, werden wir sie beim Wiedereintritt in die Atmosphäre bemerken. Der Kommandant wird einen Teufel tun, wenn wir ihm berichten, was hier vorgefallen ist. Tessa und Mark verrecken da draußen, so wie Braun und Summers nicht wieder aufgetaucht sind. Wenn es so schlimm ist, wie du sagst, und wir alle so denken, sollten wir auch nicht hierbleiben, oder? Sie hätten schweren Herzens genauso gehandelt, weil es unsere beste Chance ist. Es war sogar die explizite Anordnung. Aber mein Angebot steht. Wir können abstimmen. Da kommen wir doch der Sache schon langsam näher. Einen Notaußenposten oder so. Commander Carter, ich hoffe, diese Nachricht kommt rechtzeitig bei Ihnen an. Ich habe Sie auf allen Nachrichtenkanälen angefunkt. Bislang kam keine Antwort, aber ich versuche es nun zum letzten Mal. Wir haben das Evakuierungsprotokoll Noah gestartet und bald abgeschlossen. Ein Rettungsschiff ist unterwegs und wird uns aufsammeln. Am Evakuierungspunkt haben wir bereits einen Unterschlupf errichtet. Weitere Schiffe haben sich nicht gemeldet. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann wir in der Lage sein werden, ein zweites Schiff hierher zu schicken. Verflucht, ich weiß nicht mal, ob die Corporation das überhaupt tun will. Der Außenposten sollte sowieso aufgegeben werden. Das ganze Team, samt Familien, alle sind am Rettungspunkt oder erreichen ihn bald. Ich werde mich gleich anschließen. Wir hatten Probleme mit den Fahrzeugen, haben aber keine Zeit mehr, uns darum zu kümmern. Den einzigen funktionstüchtigen Rover werde ich also schweren Herzens verwenden, um zum Rettungspunkt zu kommen. Ein Rover bleibt defekt im Hangar zurück. Ich hoffe, Mark und Sie können ihn wieder fahrtüchtig machen. Überhaupt hoffe ich, dass Sie rechtzeitig ankommen und ich Sie noch einmal sehe. Der Sektor des Evakuierungspunktes in der Datenbank lautet 2914. Ciao, ciao, ciao. Eigentlich war gar nicht geplant, dass du nicht reden kannst. Aber warum eigentlich nicht? Das ist sie, Cor. Das heißt, es kann nicht Mark sein. Aber dann war sie die Gefahr, vor der sie geflohen sind. Sie war damals schon hier. Es sah aus, als hätte sie den Sicherheitsoffizier daran gehindert, zu sprechen. Ja, wie auch immer sie das getan hat. Sie war doch einige Meter von ihm entfernt. Aber sie wollte eindeutig nicht, dass ich den Namen dieses Punktes erfahre. Sie sagte, es war nicht geplant, dass er nicht sprechen kann. Was hat das alles nur zu bedeuten? Wie lange ist das her, Cor? 79 Tage. Der Sektor hat mit 2914 begonnen? Das war nicht alles. Der Rettungspunkt müsste in der Datenbank verzeichnet sein und mit dem Rover erreichbar. Sie sind inzwischen nicht mehr dort, Tessa. Das hoffe ich. Du willst trotzdem dorthin? Es kann Wochen dauern, diese Konsole zu reparieren. Monate, bis sich ein Schiff meldet. Rückschläge, Verzweiflung, Langeweile, Einsamkeit. Und das alles, während diese Gestalt hier umgeht. Früher oder später werde ich in diesem Rover sitzen und herausfinden wollen, wofür ich das tue und ob meine Familie entkommen ist und in Sicherheit. Ich sollte diese Gewissheit haben, bevor ich meine ganze Energie in die Reparatur dieser Anlage stecke. Das ist unlogisch. Je länger du überlebst, desto höher ist deine Chance, diese Gewissheit überhaupt zu bekommen. Und hier sind deine Überlebenschancen am höchsten. Ich weiß, wie unlogisch es ist, aber ich muss es tun. Ich muss nach meinen Gefühlen gehen. Du kannst deine Gefühle selbst manipulieren, wie ich aus Interaktionen mit Menschen weiß. Stell dir einfach vor, wie du sie in die Arme schließt. Meine Gedanken können sich nur vorstellen, wie sie in einer Behelfsunterkunft ängstlich zusammengekauert sind, vergeblich auf Rettung warten oder gewartet haben. Diese Gedanken muss ich austreiben. Erst dann kann ich mich auf mein eigenes Überleben konzentrieren. Mir fehlen die Gliedmaßen, um dich mit physischer Gewalt davon abzuhalten. Laut des Sicherheitsoffiziers haben sie sich zu einem Rettungspunkt begeben, der in einem Sektor liegt, der mit 2914 beginnt. Die letzten beiden Ziffern fehlen noch, ohne sie können wir den Rettungspunkt nicht eindeutig identifizieren. Ach,
Das war wieder eine Dosis Gespräch. So, haben wir hier noch ein Holo? Ja, zwei. Doktor, wir müssen über den Kommandanten sprechen. Wie geht es ihm? Sie wissen genau, dass ich Ihnen das nicht sagen kann, Mr. Bishop. Ärztliche Schweigepflicht. Ich habe auch eine Pflicht, nämlich für das Überleben aller hier auf der Station zu sorgen. Mein nächster Besuch findet erst in einem Jahr statt. Ich brauche also alle relevanten Informationen. Ich breche hier alle Regeln und das schmeckt mir nicht. Aber ich verstehe Sie. Lassen Sie es mich so sagen. Er fühlt den Druck der Verantwortung und behauptet, er könne alles wegstecken. Seine Werte sehen aber nicht so aus. Aufschlussreich. Gut zu wissen. Und unsere leitende Forscherin? Tessa stürzt sich in die Arbeit, schläft wenig und liefert zuverlässig die besten Ergebnisse. Bei jeder Untersuchung rate ich ihr, auf Entspannungszeit zu achten. Aber das lacht sie weg. Da ihre Werte immer im Normbereich sind, kann ich keine medizinische Intervention ansetzen, aber... Kein Aber. Sie zeigt genau das Engagement, das ich erwarte. Das überrascht mich nicht. Aha, aha, aha. Dann lassen Sie mich mal schauen. Nein, die Scans bestätigen die Blutwerte und alle anderen Tests, Joe. Er ist bei bester Gesundheit. Keine Auffälligkeiten oder Substanzen im Blut. Gar nichts. Auch verglichen zur letzten Routineuntersuchung gibt es kaum Abweichungen. Er zeigt nicht einmal Zeichen eines Schocks, was mich bei ihm aber nicht überrascht. Er ist immer recht abgehärtet gewesen, was so etwas angeht. Aber er erzählt etwas von einer Hexe Baba Yaga, die seinen Teamkollegen einfach hat verschwinden lassen. Was? Warum wurde denn die Leiche nicht gefunden? Er sagt nicht, dass sie ihn getötet hat, sondern dass der Kollege einfach verschwunden ist, sich in Luft aufgelöst hat. Danach ist er sofort zur Station zurückgefahren. Und ich dachte, dass sie mir sagen, er käme mit allem nicht klar. Lagerkoller, Heimweh, Sauerstoffmangel, Skorbut, psychische Probleme, Schweißfüße, irgendetwas, das nachvollziehbar ist. Nun, für eine psychologische Untersuchung brauche ich mehr Zeit. Aber rein körperlich gibt es bislang keine Anhaltspunkte für Probleme. Mhm. Vielleicht finden wir auch so heraus, wie wir den Rover reparieren können. Hier noch was von der Flucht? Ja. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, Tessa. Sie hat den Bohrraum in Sekunden umgebaut, während sie in der Luft schwebte. Ich glaube dir. Wir müssen mit dem Shuttle evakuieren. Wohin? Es ist weltraumfähig, dient aber der Fortbewegung auf dem Planeten. Es hat nicht genug Energie, um uns alle in irgendeinen Raumhafen zu bringen. Und es gibt Gründe, warum wir nicht auf den anderen Planeten sind und dort nach Ressourcen bohren. Sie sind kaum bewohnbar. Sollen wir also einfach warten? Nein, wir gehen auf doppelte Sicherheit. Wir senden ein Notsignal für eine Evakuierung. Unsere beste Chance ist, dass ein Schiff es hört und uns hier wegbringt. Gleichzeitig untersuchen wir den vielversprechendsten erreichbaren Planeten auf eine Überlebenschance. Die Späher kommt zurück, kam kein anderes Schiff und der Planet ist bewohnbar, evakuieren wir selbst. Das ist riskant, vor allem für die Späher. Ich bin der beste Pilot. Ich werde fliegen. Das dachte ich mir. Ich werde dich begleiten. Was? Joe, du schaffst das. Mark und ich sind ein Team seit vielen Jahren und haben von allen hier die meiste Erfahrung im Erkunden fremder Planeten. Ich werde diese Mission niemandem sonst an meiner Stelle anvertrauen. Ihr setzt das Signal ab, bereitet alles vor und regelt die Station ab, bis wir zurückkehren und ihr abgeholt werdet. Na gut. Gut, ich brauche eine Liste aller Planeten und die wissenschaftliche Einschätzung ihrer Bewohnbarkeit sowie Entfernung. Verstanden. Sie hat den Bohrraum umgebaut, während sie in der Luft schwebte. Okay. Was ist denn da passiert? Was ist da nur vorgegangen? Oh Gott. Da ist er. Er hat extra angehalten, um auf etwas zu zeigen.
Es kann nur dieses Schild sein. Level 02. Könnten das die letzten Zahlen des Punktes sein? Das ist sehr gut möglich. Wäre aber auch ein großer Zufall. 29 14 02. Du solltest den Missionspunkt in der Konsole auf der rechten Seite im Kontrollraum finden können. Gefunden. Bei seiner Flucht deutete der Vizekommandant auf die Ziffer 02. Wir glauben, dass die letzten Ziffern des Namens des Missionspunktes sind. Ich muss an die Konsole im Kommandoraum, um diesen Punkt zu finden. 29 14 02. Bestimmt da, oder? Es sind alle Bereiche geöffnet und die Müllverbrennung liefert Strom. Daran sollte sich nichts verstellen. Gibt's da irgendwas, was man hier eingeben kann? Kommandoraum. Ich schalte sie aus. Na gut, das hilft uns nicht weiter. Da gehen wir mal zum Rover. Da schauen wir, wie wir den reparieren können. Vielleicht sagen uns die Hologramme etwas.